unten. Jacob! 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 Komm! Wir müssen weg! Schnell! Da kommt noch mehr! Wo zur Hölle sind wir? Weiß nicht. Warte. Moment. Die Konsole funktioniert noch. Oh Gott. Was? Das ist Arkas. Was ist das? Arkas. Die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Das bedeutet nichts Gutes. Der Zug in der Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein! Kommt nicht in Frage, wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es nicht dann? Mehr. Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ab? Was hat das mit Europa zu tun? Das wird doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn! Ich weiß. Haben wir eine Wahl? Komm, hier ist es nicht sicher. Folge Dani. Was ist aus der ursprünglichen Kolonie geworden? Ja. Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Callisto. Wie sie hier ein Gefängnis gebaut haben. UJC muss ja irgendwie Geld verdienen. Sie haben also ein Gefängnis über ein Gefängnis gebaut, oder was? Oder über einer Kolonie? Eine ehemalige Konolie? Konolie. Ich kann das nicht aussprechen, das Wort. Menschen. So. So. Guck mich nicht so böse an. Wundert mich, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Okay. Das wird ja spannend. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass wir so ungefähr die Hälfte haben, oder? Oder haben wir mehr? Vom Spiel her? Ja, Kolonie. So. Das meine ich. Danke. Das war das Wort. Konnte es nicht aussprechen. Wie bei den Twitch-Clips. Oder auch jemand war, wo erzählt hat, so, sobald du den Stream anmachst, kannst du nicht mehr reden, nichts mehr machen, nichts mehr sagen. Du kannst da nichts mehr, nicht mehr sprechen. Da ist alles, Gehirn wird abgeschaltet. Stream an, Gehirn aus. So. Okay. Na toll. Wow, klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Ich glaube, wir werden nicht lange zusammenbleiben. Auf der Karte gab es ein paar Ebenen tiefer einen Wartungskorridor. Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Geh mal davon aus, dass wir wirklich nicht lange zusammenbleiben. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Dann mach doch. Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Klar, jetzt noch Aufzug benutzen. Alles stürzt ein. Erst kaputt. Da müssen wir wohl laufen. Wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Was ist die erste Regel beim Brand? Es muss noch einen anderen Weg dorthin. Und wenn alles kaputt geht? Komm. Nicht den Aufzug benutzen. Aber die so, alles stürzt ein, alles bricht zusammen, Feuer, Explosion. Wir nehmen den Aufzug. Es ist halt so. Der Aufzug regelt. Die Fahrstuhl des Todes, ja.
Pass auf! Alles gut. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Oh Mann, warum habe ich nur recht? Warum habe ich nur recht? Finde einen anderen Weg nach unten. Ich nehme einfach die Treppe. Ist doch das Beste. Das hier halten? Versuch einfach nicht drüber nachzudenken. Okay. Scheiße! Alles in Ordnung? Ja. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Wo muss ich denn hin? Okay. Ich habe keinen bloßen Schimmer, wo ich hin muss. Muss ich hier lang? Ja, ne? Glaube ich zumindest. Das Spiel hat aber auch eine schöne Lichtstimmung, ne? Muss man sagen. Naja, rauf wäre blöd. Ah, hier. Ich habe auch eine Leiter gefunden. Ich gehe runter. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefunden. Das wird nicht gut enden. Es ist nicht weit. Ein paar Schritte noch. Ja, aber mir hält das aber nicht hier. Wetten? Verdammt! Ich muss... Nein! Lass mich nicht los! Tschüss. So. Gut. Wir wären unten. Ganz unten, wohlgemerkt. Oh nein, das sind so riesige Dinger. Oh nein. Ich hasse es. Es ist alles sehr eklig hier. Was? Hä, wo kommt der her? Na, komm her. Warte mal.
war das denn? Ich habe keine Ahnung. Dani! Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch hier unten. Anders. Älter. Reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Reagieren auf Geräusche? Hört sich falsch an, wenn du sagst, sie haben riesige Dinger. Na toll, beweg dich leise. Tipp als Tutorial. Ja, ist ganz toll. Aber sehen die auch oder sind die nur... Oder sind die blind? Leise jetzt. Was? Außenprotokoll 1. Hören wir uns erstmal an. Wir haben ja die Zeit. Ist alles gut. Hier, Außenprotokoll 1. Missionsprotokoll 001. Bericht von Dr. Yoon. Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind... nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Mhm. So viele Jahre ist das hier schon verschlossen. Alter Schwede, und es gibt immer noch Strom hier unten. Oh nein, die Viecher sind da in den Wänden, ne? Oh, leck mich. Wenn ich mich leise bewege, dann geht's, ne? Warte mal, kann ich diese Kiste da hinten holen? I'm the Pink Panther. Ich frage mich, ob die blind sind. Don't make a sound. Na toll. Weiter. Kommt der? Der ist ja dünn. Voll der Spargel-Tarzan. Was ist mit dem? Der sieht mich auf jeden Fall nicht. Also sind sie blind, ja? Oh nein, da ist irgendwas, was mich einfängt, ne? Wo ist der hin? Es war so klar. Wecke ich jetzt die halbe Gesellschaft hier? Nein. Habe ich jetzt die halbe Gesellschaft hier geweckt? Toll. Also es merken die, also wenn einer vorbeigeht, ja? Oder war ich zu nah dran? Sieht ein bisschen aus wie bei den Klickern hier mit dem Pilz. Das muss ich wegmachen. Das ist viel zu dick, die dicke Zyste. Der ist noch im Verwandlungsstatus, Status. Dumm, du dumm, dumm, du dumm, dumm, du dumm, dumm. Das ist alles so eklig hier. Es war so klar. Aber sehen tun die uns nicht anscheinend. Bleib doch mal stehen, Mann. Bleib doch mal stehen. Ja, so laut kann ich das auch.
der denn her? Der ist einfach gespawnt. Hast du gesehen? Der spawnt einfach da. Der kommt hin, ne? Oder? Oder auch nicht. Bleib doch mal stehen, Mann. Toll, wir haben Akkusatz voll. Wie kann das sein? Ja, es ist alles so eklig hier. Voll wie so ein Eiterpickel sieht das aus da. Ein überdimensionaler. Ich möchte auf jeden Fall nochmal zurückkommen, wenn wir nochmal irgendwie so ein Dings haben. Zum Verkaufen hier, so einen Automaten. Wenn wir nochmal zurückkommen sollten, ist die Frage. Hä? Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Okay, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Das ist ja ganz toll. Don't make a sound. Don't make a sound. Da kommen wir nicht lang. Okay. Bitte bleibt in der Wand. Bitte bleibt in der Wand. Bitte bleibt in der Wand. Der kommt raus. Bei dem blubbert's. Ich will mal gucken, ob bei den anderen auch. Bei den anderen auch, ne? Okay. Ich dachte, vielleicht anhand der Dinger kann man das erkennen. Noch mehr. Sehen die mich? Oh nein. Na toll, und dann noch drei. Ernsthaft? Wenn ich einen erledige, hören die anderen das doch, oder? Oder ich lasse sie einfach links liegen. Wie einfach so durch ein Bild geht. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Geh einen Schritt schneller. Beeil dich. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, die einfach da stehen zu lassen. Ich hoffe, die fallen uns nicht in den Rücken. Oh nein, bitte nicht. Okay, Spiel speichert. Schon mal gut. Es war so klar. Die anderen kommen jetzt auch, ne? Oder? Was? Wieso steht der wieder auf? Der steht wieder auf! Hä, wieso steht der wieder auf? Was ist mit dem? Bleib doch mal tot, Mann! Oh, ernsthaft? Really? Die wissen sofort, wo wir sind, ne? Nein. Ah, komm an, die Feichlinge. Der kommt bestimmt nochmal, ne? Ich kenne doch unser Glück. Der kommt nochmal. Aber die drei sind nicht gekommen, ne? Alle drei zusammen. Inventar voll. Na, großartig. Ich möchte mich hier auch ungern irgendwie am 3D-Drucker stellen. Wie der auch einfach hinterlistig wieder in den Dings gegangen ist, ne? In diesen, in den Schacht.
Hello. Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Wo alles begann. Und ich glaube, das werden wir auch. Aber wir kriegen so viele Credits. Immer weiter auf der Leiter. Oh nein. Es war so klar. Homerun! Mein Gott, gib mal ein bisschen Leben her. Natürlich. Es war so klar. Der weiß, wo wir sind, ne? Natürlich weiß er das. Nein, es war so klar. Alter, dieses Ferkelvieh. Schlabbert an uns rum. Das ist ja eklig. Hör auf damit, lass das. Wir haben keinen Gesundheitsinjektor. Wir leben nur von der Hand in den Mund oder in den Mund quasi, wenn hier mal ein Schokoriegel rumliegt, weil unser Inventar einfach voll ist.